Der Senior Invierno fragt, geht es dir gut? Ach, geht es dir gut? Ach, ja, mir geht's sehr gut. Habe ich schon ein paar witzige Dinge drüber gelesen. Ja, mir geht's gut, danke. DJ Fortune. Musstest du zum Einstand schon singen und darfst du verraten, was? Normalerweise muss man immer singen, aber ich wurde noch verschont. Ich hoffe, das bleibt auch so und kommt nicht noch, aber ich glaube, da kommt noch was auf mich zu. Luis Moosmann fragt, was bedeutet es für dich, für den FC zu spielen? Ja, da ich in Köln geboren bin und aufgewachsen bin, bedeutet es mir natürlich sehr viel. Ich habe lange in der Jugend hier gespielt, mit dem Profidebüt hat es damals leider nicht geklappt, aber jetzt endlich und ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. F. Zündorf oder Zundorf, was war bis jetzt dein bestes Erlebnis? Ich glaube, er meint fußballerisch. Natürlich mein Länderspieldebüt für Deutschland damals in Holland. War für mich natürlich was ganz Besonderes. Simon Kurb fragt, auf welche Position spielst du am liebsten? Persönlich spiele ich am liebsten genau da, wo ich momentan für den FC auflaufe, auf der 10 hinter den Spitzen. Da kann ich am besten meine Kreativität den freien Lauf lassen. Der Finn 1948 fragt, warst du früher oft beim FC im Stadion? Ja, ich war sehr häufig da, immer W12 ganz oben. Habe ich mir viele Spiele angeschaut und heimlich geträumt davon, irgendwann mal tatsächlich auf dem Platz zu stehen. Robin 99 fragt, was beschreibt deiner Meinung nach den ersten FC Köln? Ja. Die Fangemeinschaft ist, glaube ich, das Wichtigste hier. Die Stimmung im Stadion ist immer was ganz Besonderes, auch wenn ich mit anderen Vereinen hier gespielt habe. Es ist immer schön, hier zu spielen und jetzt ja, darf ich den FC meine Heimmannschaft nennen und das ist natürlich umso schöner. Und ja, auch die ja, Zusammenarbeit mit den Fans ist was ganz Besonderes. Selina 135, wen kennst du aus der Mannschaft am besten? Am besten kenne ich Timo Horn und Christian Clemens, mit denen habe ich damals in der Jugend schon zusammengespielt und ja. Schön, dass die immer noch hier sind. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Hast du eine Tradition vor jedem Spiel? Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ich gehe jetzt nicht irgendwie mit nur dem rechten Fuß auf den Platz oder so. Ich habe da nicht so viel Aberglaube bei. Hässliches Tor oder schöner Assist? Gute Frage. Schöner Assist würde ich, glaube ich, nehmen, ja. Jules JLD16, neben wem sitzt du in der Kabine? Ich sitze neben Birger, rechts von mir und links von mir ist der Brady. Moritz Dicker fragt, wie war es mit der Hymne ins Stadion einzulaufen? Natürlich sehr, sehr schön. Ich muss nur gestehen, dass ich sehr konzentriert war und sehr angespannt war von meinem ersten Spiel und deswegen das gar nicht so sehr genießen konnte. Aus welchem Kölner Stadion kommst du? Ich bin geboren und aufgewachsen tatsächlich in Porz-Langel und genau, mittlerweile bin ich ein bisschen näher in die Stadt gezogen. Kojonia fragt, wie munterst du dich nach Niederlagen auf oder muss man dich dann in Ruhe lassen? Ja, ich habe mal solche und solche Phasen. Ich komme gerne nach Hause und beziehungsweise treffe mich im Stadion schon mit meiner Familie und dann arbeiten wir das Spiel auch manchmal auf. Aber wenn wir verloren haben, bin ich dann auch gerne zu Hause alleine und versuche es aus meinem Kopf zu verbannen. Cologne Style Wang. Kölsches Lieblingsgericht, halber Hahn oder Himmel und Aid? Lieber einen halben Hahn. So ein Käsebrötchen schmeckt mir doch ein bisschen besser. Marco KLTR fragt, was hast du in deiner Zeit bei anderen Vereinen an Köln vermisst? Ja, meine Familie, meine Freunde, weil die leben alle noch hier in Köln und war dann immer schwierig, wenn ich längere Zeit weg war, auch in Holland, bin ich sehr gerne mal nach Hause gefahren, wenn ich einen Tag frei habe. Maxi Plück fragt, meine Lieblingsmusik. Ich habe eigentlich keine persönliche Lieblingsmusik. Ich mag fast alles, von Schlager über Karnevalsmusik bis zum R&B, House, was auch immer. Was sich gut anhört, höre ich gerne. Wer in der Mannschaft hat die beste Frisur? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht.
Der John vielleicht mit seinen Irokesen. Sieht ganz gut aus. Kannst du die Hymne komplett? Frag Lina GmbH. Ja, ich glaube, ich könnte die Hymne komplett singen, ja.